Moin Harun und Haruns Papa, ich bin's wieder, der Assistent von Le Shanko. Ich muss wieder das Intro für ihn machen, weil er scheißen muss. Ich soll euch ausrichten, dass Shanko live mit euch reden möchte. Haruns Papa? Dich will er ganz dringend, du Verbrecher. Ach ja, und Le Shanko Abi hat ein neues Auto gekauft. Ich soll euch sagen, dass er euch alle lieb hat. Checkt sein Insta ab. Los geht's. Lehnt euch zurück. Ja, mir ist egal, ob ich mit TikTok Geld mache. Ich mache doch nicht nur Geld durch TikTok. Womit machst du? Hä? Mit Run Free? Ja, nee, aber hä? TikTok bockt nicht mehr. Wie viel Milligramm Nikotin haben seine Vapes? 5? Nein, 50. 5%. Was für 50? Junge, 50 Milligramm sind 5%. Ey, kennst du Hamid Khan? Schlag ihn ein. Diese Luftpumpe. Skifahrer. Ja, ist Hamid Khan. Haben wir gleiche Stuhl, Abi? Nein, meiner ist teurer. Er sagt, hey, Maria. Ja, Maria. Hami, Wallah, ich wäre bereit, mit dir in den Ring zu gehen. Wallah. Bei Allah. Komm, mit meinem Mann. Komm, Wallah, komm, Wallah. Amenako, im Hamid würde dich aufessen, 0, nix, ja. Wie kannst du mit deinem Gesicht jetzt gerade da stehen und Maschara machen auf Hamid? Wallah, Hamid würde dich 0, nix aufessen, Bruder. Du wiegst so viel wie sein Zehnagel. Dann du, vor allem du, mit was für einem Gesicht machst du gerade Maschara auf ihn? Tamam, okay, sein Kampf war lustig, Bruder, weil er die ganze Zeit auf Fresse geflogen ist. Alles schön und gut. Aber du bist der Letzte, der sich über ihn lustig machen darf. Du würdest dich niemals trauen, in den Ring zu steigen. Wie viele Kampfansagen hast du gemacht? Dennoch hast du nie irgendwas wahrgenommen. Du bist ein kleiner Schwanz. Egal wie viel Geld man dir anbietet, du würdest niemals in den Ring steigen. Niemals. Das ist keine Boxerfahrung. Man muss ehrlich sein, deswegen warst du auch so schlecht im Ring. Glaube ich. Ich war nicht schlecht, der Boden war ein Ding. Warum hast du nicht den Boden gewischt? Okay, aber warum ist keiner gerutscht außer du, frage ich mich, Wallah. Es war der letzte Kampf, aber warum hast du nicht den Boden gewischt? Soll ich den wissen, wenn du sagst oder was, Abi? Hä? Du hast nicht den Boden gewischt. Soll ich den Boden wischen, wenn du sagst? Hättest du den Boden gewischt, hätte ich gewonnen. Guck mal, meine Fußknochen, sogar die. Guck mal, er fängt wieder an wie so ein Kind, ja. Was ein unerzogenes Kind, ja. Was ist eigentlich aus den Worten geworden, hä? Was ist eigentlich mit den Worten geworden, mit den Sätzen geworden, die du vor nicht mal einem Monat ausgesprochen hast? Was ist da passiert, Harun? Du zeigst ja komplett das Gegenteil. Einfach das Gegenteil. Du bist ein Schwätzer. Dich interessiert deine Familie nicht. Dich interessiert dein Vater nicht, ja. Mit dem du einfach live gehst. Er geht einfach live mit seinem Vater. Guckt einfach gleich selbst. Deine Mutter liebst du auch nicht. Würdest du deine Mutter nur 1% lieben? Nur 1% Back. Nur 1% wärst du nicht mehr auf TikTok. So, TikTok wäre dir scheißegal. Aber nein, du hast keine Lust zu arbeiten, du hast keine Lust, dich weiterzubilden, du hast keine Lust, die Schule zu machen. Du denkst dir, du wirst reich durch TikTok, was du nicht wirst, ne? Du hast auch vorher nicht viel verdient. Ja, du gehst hin und kaufst Fake-Live-Zuschauer. Oder du bist peinlich. Du bist peinlich. Er denkt wirklich, er ist ein Star. Inshallah. Dings, Harun, ich kann trotzdem da kein Geld auszahlen auf dem Account. Live gehen kann ich. Salam alaikum. Unsichtbar, mach mal Kamera an. Rede mit meinem Vater. Bruder. Ja, ich bin hier. Ist das dein Vater? Salam alaikum, Abi. Alaikum salam, Bruder. Sieht ihr mich? Nein, ich sehe dich nicht. Harun, ich komme mit anderen Account rein, ja? Harun, Harun, beni kimse görmesin bak oğlum, tamam? Nein, sieht keiner, valla. Ey, unsichtbar, bist du gerade in Izmir? Ja. Also ihr müsst euch mal vorstellen, er geht einfach Wrestling live mit seinem Vater. Oder er geht einfach live mit seinem Vater und macht gleich Promo mit seinem Vater, ne? Er möchte mit Arafat und Barello live gehen. Und der Vater möchte auch live gehen. Das ist einfach wirklich sein richtiger Vater, ne? Das ist sein leiblicher Vater. Ist nicht gelogen. Er geht mit seinem Vater live, Bruder. Was für eine Welt sind wir angekommen? Stellt euch mal vor, ihr macht ein TikTok-Match gegen euer Vater. Bruder, ist das normal? Jetzt macht das jetzt, ist das normal geworden so? Habe ich irgendwas verpasst? Das kann doch nicht wahr sein, ja? Bruder, ich will mich gar nicht aufregen. Jeder soll so machen, wie er möchte, ne? Aber er redet doch immer davon, dass er gut erzogen wurde. Und. Bruder, wenn du eine ordentliche Erziehung genossen hast, würdest du niemals mit deinem Vater auch noch, ja, mit deinem Vater live gehen, während du so viel Angriffsfläche hast. Es werden so viele eklige Leute unter deinem Vaters Bildern, was heißt Bildern, ne, er postet ja keine Bilder, aber die werden unter seinem Live sehr, sehr dreckige Sachen schreiben. Und das weißt du. Das weißt du, das ist dir bewusst, aber dir ist es scheißegal, weil du ganz genau weißt, wenn du mit deinem Vater live gehst, es wird explodieren. So, Livestream-Zuschauer, die werden explodieren. Es ist so. Vor allem, wenn du mit deinem Barello und Arafat live gehst. Schaut mal gleich, wie er unbedingt mit Arafat und Barello live gehen möchte. Ja, zusammen mit seinem Vater. Die sollen auch mein Plus wegklauen. Ja, Leute, 1900 klaut alle Barello auch sein Plus und meins auch. Das, was er hat gemacht, das ist... Ey, Papa von Harun, wie findest du,
Wie findest du das, Harun, der meistgehypte TikToker ist, also dass dein Sohn so erfolgreich geworden ist in kürzester Zeit? Wallah, Bruder, ich bin auch schockiert. Seit 2 Monaten ich bin dabei, ich gucke. Und diese Account habe ich auch gemacht, ne? Ja. Ich habe das gemacht, damit ich nur Harun beobachten, was er macht, weil viele Anrufe habe ich bekommen. Denkst, so, ne? denkst du, Harun wird diesen Hype noch weiter mitnehmen oder denkst du, sein Hype wird vorbei sein? Junge, wenn 1500 Zuschauer tagsüber, was für Hype. Wenn er, zum Beispiel Barello, wenn er so weitermacht, guck mal, seit 2,5 Monaten, ich passe auf ihn auf, er hat sich bei jedem entschuldigt, wo er gesehen, wo er Fehler gemacht hat und so, ne? Was eine Lüge, ja. Wallah, ich will nicht frech werden oder so, ne, Onkel. Aber du hast Erziehung auf jeden Fall richtig verkackt und er hat sich bei mir nicht entschuldigt, obwohl er auf meine Toten gegangen ist. Bevor diese ganzen Videos existierten, ne, ist er schon auf meine Toten gegangen, hat Sachen gesagt, die nicht korrekt sind. Hat gesagt, dass er sein Ding an den Knochen von meiner Oma und so weiter schmieren möchte und so weiter und so fort. Denn er hat ganz, ganz eklige Dinge gesagt. Stell dir mal vor, ich hätte das zu dir gesagt. Wie würdest du das finden? Natürlich würdest du es nicht gut finden und ich glaube auch, dass du das nicht gut findest, dass das Harun gesagt hat. Alles schön und gut, aber verschwinde einfach von der App. So, es ist nichts für dich, ja, vor allem nichts für einen Mann, der ja, mit beiden Beinen im Leben steht, Kinder hat, verheiratet ist. Das steht dir einfach nicht. Das steht keinem Mann hier auf dieser Welt. Vor allem in dieser Fitness-Szene, Bruder. Ja, nee, wie willst du da Fuß fassen? Wie willst du da mit gutem Gewissen schlafen gehen? Geht nicht, weil da einfach freche Menschen sind, die einfach große Fresse haben und dafür keine gerechte Strafe bekommen werden. Es ist einfach so. Ja. Aber Ibo hat Harun öfter beleidigt. Wird der zu rechenschaftlich gezogen oder wird er verziehen? Das ist auch eine gute Frage. Meinst du Ibo? Ja, genau. Also Ibo muss gepackt werden, Bruder, wie ich gesagt habe. Wenn er nicht gepackt wird... Okay, wenn du ihn gepackt hast, was wirst du mit ihm machen? Bruder, ich werde ihn, er muss meinen Sohn entschuldigen sagen, weil er hat zu viel meinen Sohn getan. Er muss bei ihm entschuldigen, sonst diese Sache wird keine Ehre gemacht, Bruder. Okay, aber Vater von Harun, die Frage ist jetzt, guck mal, dein Sohn ist erfolgreich geworden und hat für euch ausgesorgt und man weiß schon, das ist wirklich ein Macher geworden. Ja, nee, er möchte Kürt Ibo packen. Der Vater von Harun erzählt öffentlich, wie er Kürt Ibo packen möchte. Bruder, was für eine Welt sind wir angekommen? Wallah, Bruder, ich kann das gerade nicht glauben. Wenn erwachsene Männer sind live und erzählen, wie sie andere Männer packen wollen. Erwachsene Männer, die Kinder auf die Welt gesetzt haben, die verheiratet sind oder verheiratet waren, wie auch immer, mit beiden Beinen im Leben stehen. Oder die gehen live auf TikTok und erzählen, dass sie andere Männer packen wollen. Tamam, wir sind richtige Männer, okay? Tamam. 17, aber bis 18 geworden. Ist das nicht krass, dass er sowas geschafft hat? Bist du stolz auf deinen Sohn? Wallah, Bruder, ich bin stolz, aber diese Beleidigung hat mir nicht nur gefällt, weißt du? Okay, weißt aber... Du? Ich bin stolz auf ihn, natürlich, weil, aber was soll ich, nicht wegen Beleidigung, die Leute sollen nicht verstehen, falsch, ja? Nicht wegen Beleidigung, also ich, wegen Beleidigung, ich bin nur böse auf ihn, aber sonst, er kann ganz normal seine TikTok machen. Aber Papa von Harun, ist dir schon klar, dass Harun der bekannteste aus ganz Deutschland ist, sogar bekannt als Capital Bra und Bushido und alle Promis, ja, bekannt als Shirin David und hat alles überholt, er hat ihn eingeholt. Findest du das krass, dass dein Sohn so erfolgreich geworden ist und in 2, 3 Monaten das alles? Okay, was würdest du sagen, wenn du auf meine Stelle bist dann? Ich hätte gesagt, dass die Erziehung verkackt wurde, ja? Ihr habt die Erziehung auf jeden Fall verkackt. Und ich würde es niemals gutheißen, ich würde niemals meinen Sohn, mein Fleisch und Blut zulassen, dass er immer noch live geht, nachdem, was jetzt hier alles passiert ist. Diese ganzen Schlägevideos und so weiter und so fort, diese ganzen komischen Videos, die aufgetaucht sind. Danach hätte ich es niemals mehr erlaubt, ja, dass mein Sohn irgendwie live geht auf TikTok und sich weiterhin zum Affen macht. Denn das geht nicht, das geht nicht, Tamam. Geh hin, mach deine Schule, mach was Anständiges. Nee, nee, nee. Auf jeden Fall, ja. Barello, das muss, ja, nee, weißt du, er denkt... Guck mal, er kann eine 17-Jährige packen. Soll er kommen, mich packen, mich. Soll er kommen, mich packen, Bruder, ja? Aber du bist mächtig, Abi, ne? Ja, soll er kommen, mich packen, dann wird er sehen, was er davon hat oder was ich davon hab. Wow. Warum? Warum? Hey, ich gehe auf jeden Fall raus. Die sollen alle sein Plus klauen, weil vielleicht... Leute, klaut unser Plus weg, Leute. Ey, wann kommst du wieder live? Barello auf. Das ist Barello, sein neuer Account. Wir gehen heute Abend live. Wie viel Uhr? Ich komme so 23 Uhr, weil ich war jetzt schon 2 Stunden live, wallah. 23 Uhr, okay, 23 Uhr gehe ich auch live, Arafat kommt auch. Willst du mich den vorstellen vor Arafat, dein Vater? Ja, aber da müssen wir Gast gehen, weil er will sich nicht zeigen, glaube ich. Ja, aber er kann so dunkel machen, so.
Okay, okay, heute Abend, wir machen Abend. Nein, 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 Baralo, Baralo, ich will nicht gezeigt werden, Bruder. Nein, 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 Baba. Nein, nein, okay, Baralo. Ich, Arafat, du und mein Vater gehen heute Abend live, aber er zeigt sich nicht. Okay. Alle wir reden, unterhalten, aber ich will mich nicht zeigen, Bruder, okay? Okay, Abi. Okay. Heide, küsse eure Herz, Bruder, heide, yalla. Wallah, ins Game schämt er sich für seinen Sohn. Es ist so, denn es gibt keinen Vater auf dieser Welt, der stolz auf seinen Sohn wäre, ja, wenn er wie Harun drauf wäre. Ja, stell euch mal vor, ihr habt einen Sohn wie Harun. Würdet ihr stolz sein? Würdet ihr stolz sein auf euer Fleisch und Blut? Ich glaube nicht, oder? Vor allem für die Aktion, die er gebracht hat. Das bleibt ja nicht nur bei diesem Beleidigen oder Tote beleidigen. Das bleibt ja nicht nur dabei. So, er hat ja ganz, ganz schreckliche Dinge getan. Ganz, ganz schreckliche Dinge gesagt. So, das alles einfach, ja, oder wie soll ich dir sagen? Wenn du einen Stein wirfst, kommen 3 Steine zurück, weißt du? Und ja, bei Harun waren es irgendwie 100 Steine, Alter. Und er will Wrestling Match machen mit seinem Vater, ja? Bruder, was ist das bitte? Wer ist Momo? Nicht Momo, Umut, Umut. Das ist auch so ein TikToker. Umut, Salam. Guter Junge, guter Junge, Wallah. Diese Umut, diese Boxer? Er ist Boxer, Boxer G, der Boxer G. Jo, Umut, nasılsın? Ey, Wallah, siz nasılsınız? Ey, Wallah, ich glaub das gerade nicht. Ja, was laberst du? Ich meine. Ey, Allah, das ist mein Vater. Er hat diesen Account gemacht, damit er meine Lives guckt. Ümit, ben bunu yaptım, damit ich Harun'u hep görem. Ja, das ist neu, weil er wollte meine Live, er weiß ja, erst neu, dass ich TikTok mache und so. Okay, krass. Freut mich auf jeden Fall, was soll ich sagen? Ja. Also seit 2 Monaten, ich bin so dabei, ich gucke, was Harun macht und so zum Beispiel. Ja, ich hoffe, es bleibt auch das, was er gerade macht. So, vor ein paar Monaten hat er krassere Sachen gemacht. Weil er bei seinem Vater ist, deswegen kann er nicht was Falsches machen. Ja, inshallah. Er kann nichts mehr falsch machen? Er hat sehr, sehr viel falsch gemacht, Onkel. Er hat sehr, sehr viel falsch gemacht. Seine Mutter, seine eigene Mutter, seine Ehre, sein Stolz wurde auseinandergenommen und er geht weiterhin live auf TikTok. Weißt du, was ich meine? Die Plattform, die seine Ehre auseinandergenommen hat, ja, auf dieser Plattform ist er wieder am Start. Ich will halt gar nicht mehr aussprechen, was da noch alles passiert ist. Denn es gibt Sachen, die ihr gar nicht wisst. Und die gehen auch wirklich unter die Gürtellinie. Ich möchte das nicht aussprechen. Wallah, sehr, sehr eib. Sehr, sehr eib. Guten Rat. Seh mich als deinen großen Bruder. Ja, Wallah. Ich seh dich wie einen älteren Abi. 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 Ja, okay. Wenn du deinen Vater hier reinbringst, hier gibt es so viele respektlose, unverschämte Menschen. Wenn du das ertragen kannst, dass dein Vater hier drin ist, ihn auszugesagen und ihn auf Maschara machen, ich rate dir von Herzen, wer dieser Rat ist umsonst, sag ihm, er soll nicht reinkommen. Er soll dich beobachten, aber er soll nicht reinkommen. Ja, aber ich gehe nur mit, er hat sich ja nun noch nie gezeigt, will er, möchte auch nicht. Diese App ist, ich habe dir nur den Rat gegeben. Ich check schon, Wallah, ich check. Ich check auch. Ich check auch. Weißt du, ich check Menschen, auch. Ich check, weißt du, guck mal, Menschen, ich sage dir ehrlich, manche Menschen sagen dir vielleicht, du Arschloch oder du dies oder das. Ja, nächsten Tag stehst du auf, sagst du, sei es drauf. Aber Eltern zu beleidigen, ist hart, Wallah ist hart. Und Eltern zu beleidigen, noch oben drauf, wenn sie schon gestorben sind, rahmatullah alayh, ist noch härter. Bruder, diese App ist schlimm. Diese App ist der reine Teufel, Bruder. Töb istafrullah. Diese App ist nichts Gutes. Vertrau mir, also die Leute, die da live gehen, diese Livestream-Szene, die ist nicht gut, ja? Das ist einfach Kacke, Bruder. Das ist einfach der Teufel. Es ist wirklich so, die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Und Arafat versucht ihm das gerade zu erklären. Aber was sagt der liebe Harun? Aber nein, aber das, aber dies. Und er möchte unbedingt Promo machen auf sein Vaterland. Auf seinen Vaters Nacken möchte er Promo machen. Er weiß ganz genau, wenn die da zu viel live gehen, das wird auf jeden Fall explodieren. Und jeder wird sich das anschauen. Und da werden auch krasse Screen-Recordings auftauchen. Und ja, die werden halt hochgeladen, ne? Darauf ist gerade Harun geil. Harun ist einfach Fame-geil, Bruder. So, er nennt andere Fame-geil, obwohl der ist Fame-geil, sein Vater. Bruder, du bist kein Star. Du bist nichts. Du bist nichts oder du hast nichts Positives geschafft. Es ist so. Das wird ewig laufen. Nur weil du es da reingebracht hast. Ewig laufen. Egal, man. Ja. Nein, nicht egal. Das ist nicht egal. Das ist leider Gottes nicht egal. Auch nach deinem Tod läuft das weiter. Boah, Wallah, stark gesagt. Bei Allah, das ändere dich. Hör mal zu, ändere dich und versuche es nach und nach zu löschen. Mhm. Wallah. Ja, aber wie soll ich das aus Google löschen? Das haben ja viele Leute so gepostet. Nein, das geht. Ich soll löschen. Mhm. Aber Arafat Abi, guck, was für ein Star ich bin. Warte, warte, ich schwöre, du wirst jetzt schockiert sein. Wallah, warte.
Guck mal, ich gehe in Google auf Harun TikToker. Guck mal, was für ein Star in Google. Du gehst, du scrollst. Guck mal, was für ein Star in Google. Du gehst, du scrollst, du scrollst. Ja, bist du stolz drauf? Nein, Wallah, nein. Aber ich schwöre, aber... Ey, was soll ich dazu sagen? Ja, Wallah, Google ist voll mit mir. Harun. Wie du über andere sagst, ah, die wollen damit flexen und du flexst damit. Flexen auf eine andere Art. Ja. Vergiss das nicht. Ist dieselbe Flexart. Wallah, ich bin nicht stolz drauf, wie du. Das ist nichts Besonderes, Harun, ja? Wenn man deinen Namen bei Google eingibt, dass dann deine Bilder kommen. Das ist nichts Besonderes. Wie kann man auf sowas stolz sein? Oder das hätte jeder schaffen können. So, das ist ja nichts Besonderes. Was ist jetzt daran bitte besonders? So, er tut so, als hätte der Hall of Fame Stern bekommen an meiner Coin bei Hollywood. Sam Kimson? Oder Wallah, er denkt wirklich so, er ist was Besonderes. Und er ist auch wirklich stolz darauf. So, er labert da gerade Scheiße, Kalle, er ist nicht stolz darauf. Du bist stolz darauf. Würdest du dich 1% schämen, was da mit deiner Mutter und so abgezogen wurde, du wärst nie wieder live gegangen. Ein normaler Mensch, der ein bisschen Schamgefühl hat, der würde niemals mehr live gehen. Er würde sich verabschieden und ciao, Bruder. Leb dein Leben, geh normal arbeiten. Diese Öffentlichkeit bringt dir nicht viel. 10 Liegestützen. Ja, okay. Boah. Leg dich mal. Okay, guck mal, ich bin dir ehrlich, Arafat Abi, ne? Ja. Als ich einen Monat nicht live war und so, ich bin dir ehrlich, ich bin ein bisschen zu mir gekommen, ich hab gebetet und so. Und ich bin ein bisschen zu mir gekommen, ich schwöre. Ja. Das war so gut, diese Pause. Ich war einen Monat, 2 Wochen, glaube ich, nicht live oder sogar ein bisschen länger. Und dann, ich bin einfach so wieder live gekommen. Ich habe geredet und so ein bisschen. Ich bin ein bisschen zu mir gekommen. Mir ging es einfach besser. Und jetzt, ich komme live. Ich habe nicht mal, ja, meine Zunge von selber, die will nicht mal beleidigen. Guck mal, ich bin dir ehrlich, Arafat, aber ich bin jetzt seit einer Woche wieder live. Es wurde schon 3-4 Mal meine Mutter beleidigt. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich bin unten rechts raufgegangen. Ich bin einfach rausgegangen. Ich habe gesagt, möge Allah dich recht leiten. Okay, Bruder, ist schon so mies unnötig, ne? Diese ganze Beleidigung, die du da ausgesprochen hast, hast halt einfach doppelt und dreifach zurückbekommen. Und ob du das verdient hast, Harun? Ja, auf jeden Fall. So, ne? Also die Sachen, die du gesagt hast, du hast das dreifach zurückbekommen, 100%. Aber das mit deinen Eltern tut mir leid. Oder das mit deinen Eltern tut mir sehr, sehr leid. Deswegen, ja, deine Eltern haben es natürlich nicht verdient, aber du hast es verdient. 100 Millionen %. Du bist selbst daran schuld. Ja, heide, Yalla. Hier. Ja. Mhm. Arafat, Wallah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Nasılsın iyisin? İyiyim abi sağ ol. Sen nasılsın iyisin? Elhamdülillah teşekkürler. İyi maşallah. Abi können wir heute Abend live gehen? Ich ja ich bin wirklich Vater von Ihnen. Maşallah. Wallahi ich komme mit dir heute Abend live und Harun. Ha? Okay, 22:30 Uhr gibt das? Entschuldigung erstmal. Bist du am Kartensachen? Ja. Die sollen alle dein Plus klauen, damit du 1000 Follower hast, weil sonst kannst du heute um 22.30 Uhr nicht live kommen, Wallah. Bruder, schämst du dich nicht? Wallah, wie unangenehm das ist. Man merkt noch, dem Vater, ja nee, keine Ahnung, warum der Vater das überhaupt mitmacht, ne, aber wie unangenehm das ist, wie er mit seinem Vater spricht in der Öffentlichkeit. Ja nee, er möchte mit denen ein Live-Match starten, zusammen mit Arafat und so weiter. Das ist so, wie wenn ich, keine Ahnung, einfach live gehen würde, mit Leuten diskutieren würde und mein Vater damit reinziehe. Weißt du, was ich meine? Das geht ja nicht. Man sollte seine Eltern beschützen, wo man nur kann. Aber okay, hat man ja auch in der Vergangenheit gesehen, wie krass du deine Eltern beschützt hast, hä? Wallah, was ein Mensch, Bruder, wie kann man nur so sein? Also, ich gebe mir einen Kopf. Was? Nein. Tamam, er hat 900 Leute, weiter. Ulan oğlum, nereden beni karıştırdın Harun? Bura, ich kann aber keine Leute einladen, er muss diese Dings öffnen. Bura, dann geben wir Gas, mal gucken, wir machen schon irgendwas. Baba, die machen deine 1000 Follower und wir gehen heute Abend live, okay? Ja, okay, Hadi. Jetzt, du hast 1000, ciao. Leute, folgt mal alle durch, die noch nicht gefolgt haben. Folgt mal jetzt alle durch, die noch nicht gefolgt haben. 3900 Menschen. Folgt mal alle durch und auf Insta werde ich auch am meisten, also auf Insta werde ich gleich bekannt geben, wann wir 100% live starten, weil ich telefoniere gleich nochmal mit Barello. Geht auch auf mein Insta, weil auf Insta gucke ich jetzt mit zweitem Handy, da folge ich immer jeden zurück. Ich antworte jeden. Geht, folgt hier diesen Account alle durch um 22.30 Uhr mit Arafat, Barello und mit meinem Vater. Wallah, krankeste Live wird's geben, bei Allah. Folgt alle durch. Ciao.
Kuma, danke schön fürs Folgen. Ich lese noch ein paar Namen vor, bevor ich offline gehe. Dogan, danke schön. Shero, danke schön. Danke, danke. Ich habe dir zurückgefolgt. Musti, Musa, die habe ich auch zurückgefolgt. Ahmed, die habe ich auch zurückgefolgt. Wallahi, wie tut mir dieser Harun noch irgendwo leid, ja. Der ist so lost, ne, der arme Bruder. Der hat sich auf jeden Fall in TikTok verliebt. Oder der ist besessen von TikTok. Wallah billah, der ist besessen von TikTok. Keiner kann ihn da mehr rausretten. Oder er hat richtige Arschkarte gezogen, ha. Ja, reyede bu çocuk, ha. Der ist wirklich am Arsch. Der ist wirklich resmen am Arsch. Der hat den Bezug zur Realität verloren. Bruder, der ist wieder nach Deutschland gekommen und campt jetzt. Gerade campt. Er chillt jetzt einfach bei seinem Freund Ahmed. Weil er ganz genau weiß, in seiner Stadt kann er nicht frei rumlaufen, weil die Leute den immer noch auf den Fersen sind. Was auch traurig ist, ne, irgendwo, aber er ist selbst schuld. Fitna rauchen, aber nicht machen. So sieht's aus. Was? Ja, du berennst. Guck, so sehen die aus. Ja, also. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ey, Wallah, was mit Barello passiert? Solarium eingeschlafen, eine ganze Nacht. Okay, wer ist mehr braun jetzt? Arafat oder ich? Nein, Arafat. Immer noch? Nein, du bist wirklich dunkel. Wallah, ich meine, machen wir noch 2 Stunden Solarium, dann vielleicht. Ich habe dich noch nie so braun gesehen, Wallah. Komm, hast noch, du diese rote auf dein Gesicht gemacht, diese, was du in Solarium kriegst? Nein, nein, ich habe diese Melanotan genommen, das mit Dings da, mit. Soll ich dir einen Tipp geben? Nein, weißt du, was du machst? Nein, nein. Ein Freund von mir, hör zu, ein Freund von mir hat immer Cola vorher rangemacht und ist da reingegangen. Ja, oder du machst Dünnschiss. Bist du braun? Nein, nein. Nee, Spaß beiseite. Cola, versuch mal. Harun, hast du mal das versucht, was Jakob gesagt hat? Hallo, wir wollen das nicht. Aber Barello, jetzt Spaß zur Seite, Walla, da gibt es diese, kennst du diese Ampullen? Die schüttelst du? Die sind so. Da ist so rote Farbe drin mit Karotenöl, meinst du? Ja, die ist auch gut. Ja, aber das hilft nicht so. Doch. Ja, aber Barello. Tippen, Leute, teil dieses Stream. Ja, Barello, du weißt, ich schwöre dir, du bist wirklich, du hast richtig Farbe bekommen. Ja, ja, man sieht das. Ich meine ja. Das richtig ernst. Nein, Amin, ich gehe nicht so darüber. Oder, weißt du, was auch hilft, dass ein bisschen rot wird? Wenn du Karottensaft trinkst. Oha, das schmeckt aber gar nicht. Mann, runter damit, und? Aber da rein, guck mal, Harun, der braucht gar nicht mitzureden, ja? Der braucht gar kein Solarium. Er ist ja die ganze Zeit am Flüchten, ist in der Türkei. In der Türkei ist gutes Wetter, ne? Das ist über 30 Grad, Alter, wo der die ganze Zeit ist. Normal, der braucht gar kein Solarium, der ist auch so braun. Dein Ernst, natürlich, mach durch Mixer zu. Barello, die Karotte hilft nur von hier, nicht von andersweise. Barello, kann das sein, du willst wie Arafat aussehen? Also, fast braun bin ich wie der, aber. Arafat sieht aus wie Brasilianer. Habibi, Barello sieht sogar besser aus. Boah, Gänsehaut, Wallah. Aber wie findest du den Harun? Harun ist einfach sicher auf unsere Freundschaft. Nein, Haruns Bruder. Was für ein Bruder? Was laberst du? Solange er keine Ausdrücke sagt, keine Fitna. Er ist so. Harun, das ist meine. Nimm deine Hand weg. Das ist meine. Leute, macht die Rosen voll. Wallah, 4000 Menschen, die schaffen keine 50 Rosen, ja? Barello, guck mal. Bettel, Barello, Bettel. Arafat Abi, kennst du diesen J-Love? Wie der heißt? Ja. Ich gehe immer mit ihm live und so. Er sagt irgendwas mit Pierre Vogel, ja? Ich habe ihn heute fertig gemacht, Wallah. Bruder, die Leute, die über sowas reden, Wallah, die haben keine Ahnung. Harun, hier rein darauf. Wallah, ja. Rede nicht über so ein Thema mit ihm. Wirklich, rede nicht mit ihm über so ein Thema. Ja. Tippen. Ist nur. Hast du recht. Man sollte generell in dieser TikTok-Szene Religion und so weiter nicht mit reinziehen. Das ist auch wirklich nur meine Meinung. Ich finde so vor allem in dieser TikTok-Fitness-Szene, wenn du jetzt zum Beispiel jemand wärst, der normalen, stabilen Content bringt, wenn du da mal über Religion sprichst und so weiter und so fort, also positiv sprichst über Religion, dann ist das natürlich was anderes. Aber die Typen, die gehen hier live, ja, machen Fitna, 2 Minuten später reden die über Religion. So, ich meine natürlich auch hier ein Harun und so weiter. Das ist das, was ich sehr, sehr traurig finde. Wallah, das ist wirklich sehr, sehr traurig. Denn Religion ist was Schönes. Weißt du, was ich meine? So, du kannst das doch nicht mit deinem TikTok-Fitna da vermischen. Das geht einfach nicht. Meiner Meinung nach, das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Also zuerst muss man mit seinen Eltern was machen. Zum Beispiel, ich sag jetzt, lass rausgehen, lass einen Döner essen mit Kollegen. Genau. Erstmal mit Eltern. Genau, wenn sie beispielsweise sagen, mein Sohn, ich fühle mich schlapp, ich gehe nach Hause. Geh ruhig, mach mit deinen Freunden, kannst du machen. Aber Barim, also wenn man rausgeht, Frauen zu klären, dann kannst du doch nicht Vater mitnehmen. Das ist eher, aber so geht das nicht. Ja, schon, aber so mit. Nein, wir wollen ja nicht in diese Maske gehen. Das Problem ist, die können sich das nicht vorstellen, möge ihre Eltern ein langes Leben führen.
Eltern ein langes Leben führen. Aber wenn sie erstmal weg sind, soll ich euch verraten, was passiert? Hm. Ehrlich jetzt? Sag. Er stirbt was in euren Herzen. Boah, Alter, Wallah. Ich meine das richtig ernst. Wallah, ich kann. Wer seine Eltern geliebt hat und er geehrt hat, Wallahi, es stirbt was in seinem Herzen. Aber Babari, ich habe mitbekommen, wenn man in jungem Alter ist, schmerzt das mehr und so. Aber wenn man zum Beispiel selber so 40, 50 ist, dann hat man nicht so ein... Du bist immer das Kind deiner Eltern. Egal, ja, wie alt. Ich meine, dann wirst du stärker, macht das Leben dich stärker und so. Oder guck mal, Allah hat nicht umsonst gesagt, Irdallah wal walidain. Hör gut zu. Erst Allah, dann die Eltern. Boah. Es ist nicht nur einfach von irgendwo hergekommen. Das ist deine Mutter. Deine Mutter ist die einzigste Frau, die dich immer lieben wird. Immer. Die wird dich nie verlassen. Wallah. Deine Mutter ist diejenige, die von morgens bis abends, wenn du krank bist, vor deinem Kopf steht. Aber es gibt Mütter und so zum Beispiel, lieben deren Kinder nicht. Schinken, Jugenddarm, dies und das. Reden, was mit guck mal, wir reden vom Normalfall. Es gibt natürlich Mütter, die haben Probleme oder Problemfälle. Das kannst du nicht ändern. Aber wenn die Mutter schlecht ist, beispielsweise, ich will sie nicht schlecht reden, oder schlechte Erfahrungen hat, weil sie keine, wie gesagt, keine schöne Kindheit mit ihren Eltern hatte, zeig du doch ihr Sohn, sei nicht, meine Eltern waren scheiße, sei du doch besser. Weil Allah sagt dir, du sollst ja gut zu deinen Eltern sein, egal was sie gemacht haben. Es stimmt wirklich, wenn jemand eine scheiß Kindheit hatte, muss er nicht so auch zu seinem Kind sein. So, das ist wirklich richtig unlogisch so, ne? Manche haben halt dieses Denken, so. Die denken sich, ey, ich hatte eine scheiß Kindheit und mein Sohn soll auch sehen, wie das ist, so eine scheiß Kindheit zu haben. Obwohl das völliger Quatsch ist. Dein Kind ist doch dein Fleisch und Blut. Ja, ne, wenn du eine scheiß Kindheit hattest, weil deine Eltern zu dir scheiße waren, dann sei du doch besser. Dann sei du doch besser. Wisst ihr, wie oft ich das schon mitbekommen habe, wie oft ich das schon gehört habe? Bei anderen. Ja, ne, wenn du doch eine scheiß Kindheit hattest, dann sei doch besser. Zeig doch, dass du besser sein kannst als deine Eltern. Die behandeln dann ihr Kind wie Dreck und so, Bruder. Wallah, das geht ja gar nicht, Bruder. So, dein Kind ist dein Fleisch und Blut. Natürlich deine Eltern auch. Deine Eltern sind dein Fleisch und Blut. Aber so diese Denkweise, die die meisten haben, ne, sehr, sehr krank. Barello, was war mit deinem Profilbild auf anderer Account? mit dieser Illuminati, Astaghfirullah. Obari, erklär ihm, dass ich nur Spaß mache, dass ich ein bisschen behindert bin. Ich habe ihn erklärt, er hat nur Spaß gemacht. Ich habe ihn erklärt, dass aus Spaß geht auch nicht. Dann hat er weggemacht. So, weil auch so... Jetzt weiß er es. Ab jetzt wird er bestraft. Jetzt weiß er es. Jetzt weiß ich, Wallah, ich mach sowas nicht mehr. Aber bei diesem Barella weiß ich nicht, ob er das wirklich Spaß macht oder ernst meint. Ja, der hat eine Einschränkung. Mesut, danke, Mesut. Er hat Prozente. Wirklich? Also hat er wirklich Behinderung? Weil er sagt selber, ja, aber ich glaube das nicht. Ja, doch. Ich habe ihn ja live gesehen. Krass. Woran hast du Menschenkenntnis? Woran siehst du, dass Menschen behindert sind? Guck ihn nur an, reicht. Bei ihnen reicht nur gucken. Aber Ari, nach der Runde muss ich Big Match machen. Ich weiß. Wenn du gehen musst, geh, mach deinen. Nur los, alles gut. Nee, ich hab nicht. Inshallah auf die zwei. Weil eins gehört mir. Du bist entschuldigt. Boah, Gänsehaut, Wallah. Papa Ari, wie lange bleibst du heute live, nachdem ich Big Matches gemacht habe? Zwei, drei Matches so. Bist du noch live oder? Hast du auch Big Match, Harun, oder? Nein. Ich habe auch Big Match um 0 Uhr. Okay, dann gehen die beide weg. Ich rede ein bisschen, philosophiere ein bisschen mit Harun. Nein. Könntest du so lange Papa Ari offline gehen, damit deine Zuschauer zu mir kommen, oder ist... Sonst brauchst du meine Zuschauer. Geht rüber, unterstützt ihn, er muss die 1 kriegen. Ah, mehr kann ich nicht machen. Ja, aber am Ende hast du keine Zuschauer, Arafat Abi. Ist egal, ich habe alle zu. Ich habe nicht wieder. Reicht. Ja, okay. Was meinst du, Arun, sonst hast du keine Zuschauer? Also gehst du mit den Leib wegen Zuschauer nur, oder? Nein, aber du sagst doch, geht alle rüber zu ihm und so, am Ende hat er selber keine Zuschauer mehr. Chill doch mal, das Papa Ari, Alter, Wallah, der King aus Deutschland. Harun, wenn ich dir was beibringen kann und du hältst dich dran, dann habe ich schon gewonnen. Wallah, Arafat Abi, lass ich, du, Yasa und Barello einmal in Moschee gehen. Jederzeit. Aber ich habe Angst, nach Berlin zu kommen. Ich schwöre, ich habe Angst. Warum? Ich brauche Schutz.
Du brauchst Allah. Ich muss leider abbrechen. Salam alaikum, ne? Salam alaikum. Bruder, ihr denkt wirklich, ein erwachsener Mann tut dem was, ne? Bruder, du bist 18 Jahre alt. Du hast einen Körper eines Elfjährigen. Wer soll dir was antun, Bruder? Jetzt Hand aufs Herz. Wer will dir hier was antun? Wer dir was antut, ist kein Mann, meiner Meinung nach. Also, wenn das ein erwachsener Mann machen würde. Aber wenn das jemand ist, der in unser Alter ist und so weiter, der in deinem Alter ist, dann ist das nochmal was anderes. Aber so die Scheiße, die du gebaut hast, Bruder, ich würde auf jeden Fall aufpassen. Sag ich dir so, wie es ist. Warte kurz. Ich möchte Yasser's Meinung mal hören. Yasser, kannst ja, du... Ja, Assalamu alaikum erstmal. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Assalamu alaikum. Meinung über was? Der Boxkampf. Aber wirklich ohne Mascara, ohne Schlittschuh, ohne Definis, wirklich die Wahrheit. Ich habe ihn nie gesagt, Schlittschuh. Ich habe, erstens habe ich dir nie gesagt, Schlittschuh. Zweitens, ich sage dir meine offene Meinung. Entweder du kommst damit klar oder nicht, das ist dir überlassen. Oh, aber Papa, guck mal, man muss offen und ehrlich reden, ne? Der ist mehr nach hinten gegangen und so, weil er wollte Deckung halten, dass der andere... Guck mal, versuch realistisch zu bleiben. Okay, vielleicht würde... Okay, sagen wir mal, Hamza würde gewinnen. Aber okay, durch Punkte. Aber nicht so oft. Aber Barello, das Problem ist, es ist doch nicht so schlimm, wenn er verliert. Es ist nicht schlimm, wenn man erst Voraussetzungen hat. Es gibt Verlieren und Verlieren. Jeder hatte doch dieselben Bedingungen. Nein. Doch, jeder hatte dieselben Bedingungen. Jeder aber ich sage dir, Hamid. Jeder hat einen anderen Gameplan. Aber, Hamid, ich muss dir wirklich, in einer Sache muss ich dir wirklich recht geben. Die Bedingung sollte sein, ein trockener Boden. Ob die jetzt damit klarkommen oder nicht, spielt keine Rolle. Manche kommen rutschig klar, manche nicht. Aber die Bedingung sollte schon trockener Boden sein. In dem Fall, ich hab dich schon in vielen Punkten recht gegeben. Aber das hat nichts mit, der Recht war scheiße. Der Boden für dich, wenn ich an deiner Stelle wäre und würde so gerutscht werden die ganze Zeit, ich kann nicht verstehen. Von deiner Sicht aus. Nein, weißt du, was er machen musste? Von Anfang an den Boxkampf stoppen. Ja, ich boxe ja, nicht weiter, bis das... Hab ich gemacht? Du hast das nicht gemacht, Bruder. Wallah, du hast nicht alles neben dir. Bevor ich gestartet habe, ja, ich habe mich ein bisschen aufgewärmt, ich habe Schattenboxen gemacht. Ich mach zwei Schläge, ich sehe, ich falle fast hin. Ich krieg Panik, ich sage, ey, der Boden rutscht. Ich habe gesagt, die haben mir alle versichert, ey, jetzt wird Gewicht, dies und das. Auf einmal geht es schon auf Dings. Ich dachte, die haben das gemacht. Guck dir den Boxkampf an, du hast dich noch nicht mal einmal richtig gewehrt. Du hast dich nicht einmal richtig gewehrt. Ach, wie, ich hab mich nicht gewehrt? Ach. Er kam doch immer, bam, bam, bam. Auf Deckung. Oder die reden immer noch den Kampf, ne? Aber ich werde bald Opa, die werden immer noch über den Kampf reden. Oder reicht doch langsam, Land. So sind doch schon mehrere Wochen vergangen. Vergiss denn nicht diesen Kampf, yo? Walla, Bruder, die setzen sich da hinten, diskutieren noch wegen dem Kampf. Bruder, Hamid ist ausgerutscht, hat verloren und fertig, Bruder. Was gibt's denn da zu diskutieren? Zeig deinen Schnurrbart. Zwei Mal. Mach einmal so. Zwei oder drei Mal hast du zurückgeschlagen. Ich schmeiß einmal rum. Und außerdem, ihr wisst doch gar nicht, was mein Gameplan war. Es war geplant, erste Runde Deckung halten, wenn er angreift, kontern, zweite Runde, er wird eh keine Luft haben. Und das war genau so, das war genau so. Wie viele Runden hast du denn gekämpft? Lass mich nicht auf eine Schlägerei ein, geh in Deckung und das war genau so, wie es mir jeder gesagt hat, weil Hansa wird eine Schlägerei machen. Und zweite Runde, aber was passiert? Ich war ja derjenige, der fünfmal aufstehen musste, weil dieser dreckige Bock ein Dreck war. Weil wer? Weil wer Dreck macht? Der Boden. Ja, ehrlich, Hamid, wäre ich da, ich würde diese Boden ein bisschen wischen und so, damit ihr in Ruhe kämpfen könnt. Wallah. Na, hallo. Ja. Wallah, 10 Liegestützen. Ab jetzt. Okay. Hamid, ist doch okay, du hast verloren. Sag, du hast verloren. Sag du lieber, dass es die Bedingungen war und ich habe trotzdem gecheckt. Das waren nicht eure Bedingungen. Jeder darf plus Vektor den Namen von dir. Wallah, ich verstehe dich. Danke. Ich verstehe dich einfach nicht. Wallah, Weißt du, was du machst? Aber das wirst du nicht schaffen. Hamid, jeder hat eine andere Wahrnehmung. Und die musst du... So lassen. Guck mal, du warst drinnen, die das beurteilen konnten, sind die, die draußen zugeguckt haben. Die können das besser beurteilen als du, wenn du kämpfst. Okay, hast du draußen zugeguckt? Ich stand vor dir. Was ist deine Analyse?
Wie, was für ein... Bruder, du kannst nicht boxen. Wallah, glaub mir, du kannst nicht boxen. Wallah, ich kann nicht boxen. Aber du kannst nicht boxen, weil du seit drei Jahren... Ey, jetzt ist Spaß beiseite. Jetzt ernsthaft, er ist wirklich gerutscht. Ein paar Mal. Der Boden war nicht... Ja, wenn Bruder, du... ich bin gerutscht. Ich weiß doch, dass er gerutscht ist. Es ist doch gesagt, doch nichts. Danke. Ich habe den Kampf auch gesehen. Du bist des Öfteren gerutscht. Und einmal bist du so gerutscht und er wollte weiterschlagen, dass du ihn getreten hast. Ich meine das ernst. Das war ganz am Anfang, da bin ich ausgerutscht. Wallah, haram, lo. Hamid merkt langsam so, die machen Maschara auf ihn. Bruder, guck mal, Hamid, ich sag dir mal eine Sache. Bruder, der Boden war rutschig, du hast den Kampf verloren. Und fertig, Bruder. Was gibt's jetzt da noch zu diskutieren? Mach ein Rückmatch, ja? Mach ein Rematch, dann kannst du dich ja vielleicht beweisen. Dieses Hin und Her diskutieren, Bruder, wofür? Wallah, wofür? Das sind nur Kopfschmerzen, Bruder. Scheiß doch drauf, sieh es endlich ein, Bruder. Es ist nicht schlimm zu verlieren. Man muss mal verlieren im Leben. Es ist so, alles, was dich tötet, härtet nur ab. Und er wollte draufkommen und dann habe ich ganz mal wie bei MMA. Aber sag ich doch. Ja. Genau. Also, oh, die da, wo ich gesehen habe, dass du auch treten willst und so, ne? Ich habe gesagt, hätte ich lieber MMA gemacht, weil ich dann so, dass du kein MMA machen kannst. Was ich meine, Hamid, sag doch einfach schon, ich bin Coach, ich habe mich verloren, gib mir einen Rückkampf, wo trockenen Boden ist und beweise dich. Das ist das Beste, hättest du das gemacht? Das Beste, was du machen konntest. Sag ich schon die ganze Zeit. Bruder, bitte, Hamid. Ich sag die ganze Zeit Respekt an Abu Hamza, er hat gewonnen, aber es war ein rutschiger Boden. Ich will einen Rückkampf. Schaut meine Videos bitte. An. Das ist hallo. Das Einzige, was ich hallo. Dann ja, mach doch das Thema langsam zu. Ich hab's ja zugemacht, aber mit Limo kam heute wieder live von Allah angefangen. Ja. Guck mal, ganz ehrlich, Hamid ist Veranstalter und wie du redest, du ist schon eine Beleidigung, wirklich, ganz ernsthaft. Hier, wenn ich ein scheiß Produkt habe, dann ist das Produkt scheiße. Und dann muss ich mir die Meinung anhören von den anderen. Ich rede nie über irgendwelche Personen. Es geht hier, es ist eine Firma. Egal, ob die Firma heißt Hamid Limo EK oder nicht. Er ist der Veranstalter und seine Veranstaltung war Müll. Es ist, wie es ist. Es ist, wie es ist. Die Veranstaltung war nicht das Marketing war scheiße. Ich schwöre dir, die Veranstaltung hat richtig Spaß gemacht. Ja. Wallah, ich habe mich kaputt gemacht. Das Marketing war scheiße und die Location war auch scheiße. Ich habe mich echt amüsiert da, wallah. Das ist sehr schön, dass du dich auch noch amüsiert wallah, billah, das war richtig, richtig, wallah, amüsant. Ich habe die ganze Zeit nur gelacht, Bruder. Ja, aber wegen den Kämpfen. Ich rede aber über die Location und die Location war nicht amüsant. Warum? Was war denn denn? Ja, warte. Nächstes Mal machen wir rote Teppich, nur aus Gold. Das ist dir gefällt. Ja, wenn ihr wollt, dass die Leute auf euch gucken, wenn ihr was ranziehen wollt. Es geht nicht immer nur alles mit billig, sondern man muss auch Qualität. Billig? Weißt du was? Wenn du willst, dass die Leute auf dich gucken sollten, solltest du boxen lernen. Ich hab also, nie Hamid, gesagt, hättest du gewonnen, ja? Ich hab nie gesagt, dass hättest ich... Hättest du gewonnen? Dass ich ein Boxer wäre bin. Das alles nicht rausgekommen aus deinem Mund. Was? Hättest du den Kampf gewonnen? Er geht auf Monde über. Kein Wort. Hätte ich den Kampf gewonnen und Abu Hamza wäre ausgerutscht. Ich hätte gesagt, es war ein unfairer Kampf, weil ich ja. bin so ein Mensch. Ich bin nicht wie andere Leute. Ich bin immer gerade und die, die mich kennengelernt haben, die wissen das. Wäre das so gewesen, ich hätte trotzdem gesagt, es wäre ein unfairer Kampf. Astaghfirullah al-Azim. Warum? Astaghfirullah al-Azim immer. Immer, ja. Ich glaube, er hätte den Sieg und diese Aufmerksamkeit genossen, Bruder. Er hätte niemals sowas gesagt. Ich glaube nicht. Also mein Bauchgefühl sagt, Hamid hätte sich gefeiert dafür, Bruder. So, ich glaube nicht, dass der in so einer Situation irgendwie dann noch gesagt hätte, ey, der Kampf muss abgebrochen werden. So, unentschieden, unfair, dieses wird er niemals machen. Nie im Leben. Also glaube ich nicht. Ich glaube, das wird aber auch niemand machen, der da aufgetreten ist. Immer. Schwör nicht. Hamid. Bei dir. Ich weiß, was für eine Art Mensch. Ja, bei dir ist dasselbe Problem. Du kannst einem Blinden die Farbe Rot nicht erklären. Und ich kann es dir auch nicht erklären, weil du so verbissen bist. Deswegen, du hast recht, der Arme, und ich hab meine Ruhe. Leute, folgt alle durch, macht alle plus weg, ich lese alle Namen vor. Francesco, Clara, danke für plus weglauen. Mete, danke für plus weglauen. Musa, danke für plus weglauen. Weiter. Inshallah, werde ich bald eine Veranstaltung machen und dann kann man sich da eine Scheibe abschneiden. Inshallah, das ist doch dein Ziel, hast du Werbung genug gemacht, alles gut. Mach besser. Ich hab doch auch Werbung genug gemacht. Was?
Natürlich mache ich Werbung, ist doch mein Live. Oh mein Gott, oh, das geht. Arfan, Anjad, du hast zu viel Werbung durch ihn gemacht. Durch Hamid? Ja. Hast du gerade gesagt, ich mache Werbung durch dich? Ja, alle. Alle machen durch ihn Werbung. Ist das gerade dein Ernst? Eine Hand wäscht die andere. Ich glaube, du bist ein bisschen so hochmütig geworden, wirklich. Nein, nein, er ist nicht hochmütig geworden. Laballah. Ich bin nicht hochmütig, das hat nichts mit Hochmütig zu tun. Wahnsinnig. Nein, weil er verloren hat, kommt er damit nicht klar. Das ist deine Meinung. Viele haben sehr viel mehr von dir erwartet. Aber es kam. Natürlich, natürlich. Und die Erklärung es kam aber nichts. Es ist egal, ob wir das erwartet haben oder nicht. Ich sag's nochmal. Aber nächstes Mal, wenn du boxst, einer haut den Lucky Punch, sagst du, ich bin nur durch Lucky Punch K.O. gegangen. Du findest nein, immer. Dann sag ich, ich bin K.O. gegangen. Soll ich dir was sagen, Hamid? Und ich sage dir das ehrlich. Bitte schön. Wärst du K.O. gegangen, besser als Aufgabe. Ja? Du hast aufgegeben, bei Allah, du hast aufgegeben. Ich habe gesagt, entweder wir stehen bei Allah, ich stand genau einen halben Meter neben dir. Entweder der Ring wird gewischt oder ich kämpfe nicht weiter. Das hast du nie gesagt, Wallahi. Wallahi, ich habe das gesagt. Okay, wie du meinst. Okay, wie du meinst. Man konnte das nicht hören bei uns. Oder warst du der Ringrichter? Du weißt, dass ich das nicht gesagt habe. Vielleicht hat er es gedacht. Yo, Bruder Arafat, lass den armen Jungen doch mal in Ruhe. Habt ihr den doch geknallt, yo. Haram, die haben einen Hund aus dem gemacht, Bruder, ja. Die sagen auch noch, der kann nicht boxen. Walla, das, dies. Bruder, der Arme hat schon kein Selbstwertgefühl mehr wegen euch, ja. Walla, was habt ihr mit dem angerichtet, der Arme, Bruder? Lass den armen Jungen doch in Ruhe. Nein, ich hab's gesagt. Und ich hab's auch am Anfang gesagt. Hey, guck mal, er kam so rein, hat deine Schuhe gewischt. Du hast zu Ecki gesagt, nein, ich will nicht mehr. Er hat meine Schuhe gewischt, verstehst du nicht? Er hat meine Schuhe gewischt. Dann hat er gesagt, kämpf jetzt und sagt, ich will nicht mehr. Man gibt doch nicht Ende zweite Runde auf. Ende zweite Runde. Dann, okay, macht man nicht, ne? Nächstes Mal gehst du selber, ich mach dir Seife unter die Schuhe und dann bitteschön, viel Spaß. Er geht auf Seife, Wallahi, Bata. Er geht über Seife. Nein, Öl, Olivenöl. Hamid, ist doch okay, Mann. Vergiss mal dieses Thema, Mann. Vergiss, Wallah, vergiss. Sag doch einfach so, ich habe verloren. Ich würde cool finden, wenn Abu Hamza mir einen Rückkampf geben würde. Und alles gut. Abu Hamza hat gewonnen. Der Kampf war unfair. Und ich nehme meinen Rückkampf. 100%. Aber nicht bei Hamid Limo. Kauf ein Ticket bei Hamid Khan. Er will den Leuten zeigen, dass er der Veranstalter ist. CFC Nights, Leute, seid gespannt, wenn ihr eine Veranstaltung mit Qualität wollt. Bestellt euch die vor. Ist nur ganz wenig Karten. Ich mach richtiges Marketing, Leute, nicht auf diese Art und Weise. Aber es ist auch kein interessanter Kampf mehr. Wie lacht er aus jetzt? Den hast du auch gedacht? Hä? Weißt du, ich kann dir was empfehlen. Mach einen Rukia. Was? Ein Rukia für dich. Also wie denkst du, er ist besessen? Irgendwas hat er, ja. Warum darf man nicht mehr lachen? Lachen ist Sunna. Vielleicht haben die auch Auge auf dich gemacht, weil du so gut boxen kannst. Lachen ist Sunna. Lächeln ist Sunna, nicht lachen. Ich bin lachen. Lachen ist gesund. Lach. Wer zuletzt lacht, lacht. Aber ich habe eine andere Frage an dich, Hamid. Ja, bitte, Arafat. Die Frage hat keiner gestellt. Was hättest du gemacht, wenn es genieselt hätte? Ob mehr? Dann hätte ich nicht gekämpft. Ehrlich, ja? Natürlich nicht, ich bin ja kein Idiot. Ja! Hätte der nicht gekämpft, Amina Koim. Was eine Lüge, Bruder. Ihr habt doch einen Vertrag. Ja, willst du einen Vertragsbruch begehen oder was? Ja, nee, komm, hör auf, Bruder. Du wärst da safe aufgetreten. Du warst doch schon vor Ort. Wenn hätte es geregnet, wärt ihr alle da aufgetreten. Gut ausgeredet. Okay, andere Frage. Ahmed, sagen wir mal, der andere hätte deine Schuhe so. Der wäre ausgerutscht, du hättest so gewonnen wie der. Würdest du ihm sagen, ja, das war unfair? Sei ehrlich.
Wallah, wallah, hätte ich gewonnen, lass mich bitte aussprechen. Dann sag mit dem Sieg. Wallah, sag ich wallah. Der Kampf war unfair. Wallah. Guck mal, Barello. Das ist sein erster Kampf, ist normal. Er hatte zittrige Beine und dann kommt das Wasser dazu und dann fällt man schneller. Gerade hast du gesagt, das hat ausgerutscht, er sagt, ich habe zittrige Beine. Don. Aber wie du nicht redest, will ich auch reden, weil du machst ja auch nur immer ein bisschen Spaß. Lass mich doch. Oder scheiß doch auf den Kampf, warte bis nächste Veranstaltung kommt, dann kannst du dich doch beweisen, dann machst du ein Rematch, bereitest du dich ordentlich vor, kaufst dir anständige Schuhe oder du gehst mit Stoppersocken in den Ring oder vertrau mir, dann sieht vielleicht die ganze Welt nochmal anders aus. Aber Bruder, reicht doch langsam, Wallah, ihr habt meinen Kopf auseinandergenommen mit diesem Thema, reicht doch, ja? Ja, meine Freunde, was soll ich euch noch dazu sagen? Dankeschön auf jeden Fall für euren Support, Dankeschön für alles, ja? Schaltet die Glocke ein, um nichts mehr zu verpassen. Ich freue mich schon auf das nächste Video, bleibt gesund, haut rein. Ja, stimmt, Lejanko hat mich hochgepusht. Doch was wäre Social Media heute ohne uns? Ganz am Rande, wir haben uns nie hochgelutscht. Deshalb ist die neue Mili zwischen Bauch und Hosenboden.